Starter von Jean-Pierre Cavallo und da gehen die Türen auf. Der Starter folgt an der 2000 Meter Marke. Der Preis von Stürm und es geht gleich mal zügig zur Sache. Da haben wir Late Town an der Innenseite. Weiter außen Rapid Beauty, die ersten Conquistador-Kitten gleich mit in der vorderen Reihe auszumachen. Und dahinter bietet sich bereits Hemingway an. Prescht hier mit nach vorne am Schluss des Feldes. Ist im Moment Aufsteiger zu sehen. Der hat hier die rote Laterne hinter Filiadoro im Moment. Und im Hinterfeld sehen wir auch die Farben von Alejandra. Zu Beginn der Gegenseite galoppiert das Feld und alles in geschlossener, in dicht gestaffelter Formation ja eigentlich unterwegs, wie Sie hier erkennen können. Und Rapid Beauty nimmt jetzt das Heft in die Hand in der Gegenseite. Rapid Beauty führt, die Pferde nähern sich schon Mitte gegenüber. Hemingway ist dabei. Dahinter rückt dann nach außen beordert. Marienthaler besser vorwärts, macht Boden gut durchaus. Laytown bleibt nach dem schnellen Start ebenfalls aktuell. Die Pferde schon in der zweiten Hälfte der Gegenseite und nähern sich so allmählich dem Schlussbogen und die Spitze bei Rapid Beauty. Hemingway ist dahinter in zweiter Position. Laytown schiebt sich innen auf den dritten Rang. Marienthaler kommt besser und zügiger auf Arcadienne, macht sich bemerkbar. Und so geht es in den Schlussbogen jetzt hinein. Rapid Beauty kann zulegen. Rapid Beauty an der Innenseite mit Lili Marie Engels. Dahinter rückt auf jetzt Hemingway, Enki Gambat in zweiter Position. Laytown innen, Marco Casamento. Platz 3 im Moment und die Pferde biegen gleich durch die Kurve in Richtung der Zielgeraden ein. Die Führung bei Rapid Beauty. Aber Hemingway bleibt dran. Der ist dicht auf. An der Innenseite Later. Und Marienthaler kommt außen in die Partie. Macht Boden gut. Dahinter sieht man Arcadienne im Einlauf. Rapid Beauty innen. Rapid Beauty führt unverändert. Later dahinter ist Zweiter. Hemingway bleibt dran. Dahinter probieren Gypsy Music innen auf kurzen Wege zu kommen. In der Mitte der Bahn. Da ist auch mit dabei Arcadienne. Marienthaler kommt da im Moment nicht weiter. Hat Stillstand. Vorne Rapid Beauty. Later jetzt geht Gegner außen, rückt jetzt heran, wird immer stärker, Laytown brandgefährlich, Rapid Beauty, Laytown kommt an der Außenseite, Rapid Beauty aber gewinnt, ganz knapp vor Laytown und dahinter das dritte Geld für Gypsy Music und dann Abstand zu den Verfolgern, Alejandra, Hemingway, Marienthaler und der Rest mit Abstand. So, die Pferde kommen jetzt von der Bahn, meine Damen und Herren. Sechstes Rennen, Preis von Stürm. Vorläufiger Richterspruch liegt vor, es siegte die 3. Rapid Beauty auf dem zweiten Platz, die Nummer 9 Late Town. Dritter Platz, die 6 Gypsy Music. Auf dem vierten Rang, die 8 Hemingway. Und fünftes Pferd, die 7 Alejandra. Vorläufig heißt das 3, 9, 6, 8, 7. Und es hat auf jeden Fall die Favoritin gewonnen, Rapid Beauty von Dr. Andreas Bolte für den Stall Königsesch mit Lili Marie Engels. Und die ist am Mikro bei Thorsten Kassel. Lili Marie, erst einmal herzlichen Glückwunsch. Wir haben vom Trainer gehört, die Stute war ein bisschen unruhig bei der Anreise. Da haben wir aber jetzt hier während dem Rennen gar nichts gemerkt, oder? Ja, vielen, vielen Dank erstmal. Also sie war in der Maschine schon ein bisschen unruhig, das habe ich gemerkt. Und auch vorher, aber sobald die Boxen aufgingen und die vorne ihr Rennen machen konnte, war die total entspannt. Und sie hat
immer. Job ist ein Stichwort. Wenn wir schon so ein junges Talent jetzt gerade als Siegerin vom Geläuf holen, ist das ein Job, den man mit irgendwas sonst vergleichen kann? Nein, auf gar keinen Fall. Also für mich. Ich muss sagen, die Zeit, wo ich meinen Job eben jetzt nicht ausüben konnte, war wirklich schlimm für mich. Also ich bin echt froh, dass es jetzt wieder losgeht. Okay. Ich sage herzlichen Glückwunsch. Svenja hat das Pferd an der Hand. Svenja möchte noch kurz ihre Eltern grüßen. Das mache ich jetzt stellvertretend.